Hallöchen zu einer neuen Runde Ausgepackt. Diesmal handelt es sich dabei um das kleine Indie-Game Titan Attacks, das vor ein paar Wochen auf Steam erschienen ist. Jetzt muss ich zuallererst einmal gucken, wie das Spiel denn funktioniert. Maus, linke Maus. Okay, wir können es mit der Maus spielen, mit der Tastatur. Ich glaube, dann nehme ich sogar lieber die Maus. Dann kann ich erstmal das provisorisch gegriffene Gamepad weglegen. Das Ganze ist quasi eine Neuinterpretation, so nenne ich es mal, von Space Invaders. Und wir gucken einfach mal rein, indem wir auf Spiel drücken. Und es läuft, ja, wie man sieht, ich steuere mit der Maus, das ist ein kleiner Panzer da unten. Und, ja, wieso werdet ihr denn schneller? Na komm. Jetzt frage ich mich nur, was soll das? So, und dich da oben. Nein, verfehlt. Oh. Das war die linke Maustaste. Und jetzt kann ich... ich kann mir Sachen davon kaufen. Machen wir das doch mal stärker. Continue. So. Die rechte Maustaste macht nichts. Das heißt, ich bin echt... Wow. Nicht runter... Oh, nicht runterfallen hier. Das Ganze ist jetzt schon ein wenig schwierig hier irgendwie zu koordinieren. Von wegen nach oben auf die Aliens gucken, nach unten auf die Schüsse gucken, die mir entgegenkommen. Ja. Aber was ich schon verstanden habe, ist, dass gleichzeitig Punkte, die obere Zahl, und Geld zu holen sind. Na, ich mache mein Dings mal nicht stärker. Und mit jeder geschafften Welle steigt mein Multiplikator. Das ist gerade so Interpretation von mir. Und da oben mache ich nicht mit einem... das ist aber gemein. So, erstmal euch erledigen. Mit zwei Schüssen, okay. Und du fällst runter. Natürlich fällst du runter. So, dich da oben. So ungefähr. Hilft... Nein. Na komm. Ist ja schon ein wenig nervig, dass ich nur diesen einen Schuss immer habe. Das wird das Ganze echt angenehmer machen, wenn ich mehr als einen Schuss hätte. Und der wird nochmal schneller. So. Die Welle wäre auch erledigt. Was können wir uns denn jetzt kaufen? Schild. Ich möchte kein Schild. Ich möchte weiter warten. Und gleich vielleicht irgendwas Interessantes upgraden. Auch wenn ich wette. Achso, ich wurde getroffen. Das war nicht gut. Ich frag mich, kommen die UFOs auch weiter runter? Das wird die Sache nämlich irgendwo nochmal schwer machen. Aber so ist das ja jetzt schon ein kleiner Witz. Na komm. Dich kaputt machen. Dich da... Oh! 100 Dollar. Die nehme ich gerne. So. Geh kaputt. Oh, das war nichts. Und... da habe ich irgendwie aus dem Spiel geklickt. Hui. Ja... Gehst du? Wo seid ihr? Da ist einer. Und da... Nein, warum wirst du denn jetzt schon wieder schneller? So. 720 Dollar bringen mir immer noch nicht das, was ich haben will. Oh, da ist das... Heilige. Oh, Heilige. Was können denn die Großen? Gar nichts. Aber das Lied... Das Lied hat sich geändert. Das ist das Erste, was mir gerade auffällt. So, ich will wieder das UFO da oben irgendwie erwischen. Das ist, glaube ich, so höchste Priorität für Boni. Und ich... Ja. So holt man sich das UFO da oben. Na komm. Nee. Und der Letzte wird wieder schnell. Erledigt. Ist immer noch keine extra Sache, deswegen einfach weiter in die nächste Stage. Nein. Und, so wie ich das sehe,
füllt sich unser Schild auch nicht wieder auf. Das heißt, das wird mit der Zeit echt ein wenig knapp. Na komm. Nein, das Bonus-UFO kriege ich dann wieder nicht. Das ist ärgerlich. Ich hätte gerne das UFO. Das Bonus-UFO. Wow. Hör auf da. Hör mir auf. So. Dichter. Dichter. Hab ich dich schon mal getroffen? Nein, natürlich nicht. Ah. Dieser Schnelle. Oh, ein Bonus-UFO. Jetzt habe ich ganz viel Zeit, das irgendwie zu treffen. Oh, Geld. Nehme ich. Das bedeutet nämlich, wir können aufstocken. Einmal das und das. Continue. Oh, ich kann schießen. Ich kann zwei auf einmal schießen. Das Spiel wird so gut. Das Spiel wird gerade echt angenehm. So. Verstehe nur nicht, warum die so ein wirklich an sich wichtiges... Ja, was heißt wichtig? Nützliches Upgrade so weit nach hinten stecken. Gib mir das Bonus-UFO. Danke. Dich... Oh, wenn die so schnell sind, das ist echt schrecklich. Da irgendwie zu treffen. Challenge Stage. Shoot all sorcerers. Perfection wins prizes. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach du Schande. Schaffe ich doch eh nicht. Oder? Na? Da wollte an der einen Stelle meine Maus nicht. Der dreht sich auf einmal lustig um. Challenge complete. Das waren 10. 4000 Punkte. Extra Schild. Das ist nett. Von 200 Dollar kann ich mir immer noch nichts kaufen. Einfach weiter. Einfach alles niederschießen. Was uns da gerade irgendwie in den Weg kommt. Einfach alles über den Haufen. Und jetzt natürlich wieder das Bonus-UFO. Oh, was ist das? Super Schild. Der macht jetzt komische Geräusche. Ah, das ist gerade nicht so cool mit dem Geräusch. Das Geräusch wird... Achso, der hält auch nicht ewig. Das ist ja gar nicht mal so gut. Gehst du? Gehst du? Gehst du? Gehst du? Hallöchen? Danke. Und dich noch. Wave complete. So. Jetzt würde ich mir aber echt mal die Waffenpower holen. So ein bisschen mehr Wumms hinter den Schüssen. Kann nicht schaden. Einfach weiter. Alles hier über den Haufen schießen. Punkte. Dich kaputt machen. Dich da. Na, gib mir das da oben. Bonus-UFO. Das ist wieder der Super-Schild. Das Dröhngeräusch. Ah. So höre ich die Musik nicht. Ich will die Musik hören. Geh weg. Geh weg. So. Ich nehme mal so eine Bombe. Ohne zu wissen, was die kann. Wahrscheinlich aktiviere ich die jetzt über die rechte Maustaste. Ich werde mir das aber erstmal noch aufbewahren wollen. Würde ich mal sagen. Ist jetzt so eine Vermutung. Ja, ich behalte es erstmal. Komm schon. Das Bonus-UFO. Nein! Das ist angenehm, immer erst die Beweglichen zu töten. So, komm her. Kommst du? Komm! Kommst du? So, ich glaube, Space Invaders wäre nicht so mein Spiel. Oje, ich bin echt nicht gut. So. Schild haben wir noch. Weiter. Und die schießen jetzt schon so komische Sachen. Die schießen irgendwelche Sternchen. Was ist das denn? Hilfe! Nein. Ach so, die schießen schief. Oh, ihr seid Schweine. Bonus-UFO. Bonus-UFO. Ach du Kacke, was hab ich denn? Ich hab die Hölle auf Erden heraufbeschworen. Mit diesen schnellen Viechern. Na komm. Ja, ist super. Ganz toll. Echt. Klar. Ach, danke. Stirb. Kleines Alien-Viech. So. Continue. Ach du. Ach du Schande. Was mache ich denn? Da. Smart Bomb. Einfach mal ausprobieren. Juhu. Ha, fertig. Das war mit der Bombe schon ein wenig einfach, muss man ja sagen. Und ihr, was seid? Ihr seid mean. Okay. Bei euch will ich also echt aufpassen, bei euch kleinen Viechern, dass ihr, wenn ihr landet,
nicht in meiner Nähe landet. Oder ich schieß euch einfach mal so über den Haufen. Na komm. Na komm. Na. Komm. Ich erwische ihn nicht. Ich erwisch ihn absolut. Das ist doch jetzt ein Witz, danke. Wave completed. Gib mir die nächste gleich. Ach du Schande. Ach du Schande. Ah. Das wird echt unangenehm hier. Nein. Ich möchte da nicht unbedingt getroffen werden. Das könnt ihr schön für euch behalten, alles. Vor allem freue ich mich dann gleich drauf, wenn das Ganze schneller wird. Das ist ja gleich auch noch so ein Thema. Bonus-Ufer? Jawohl. Punkte, die für mich eigentlich uninteressant sind. Ich hätte lieber ein bisschen Geld. Aber Geld ist scheinbar nicht auf dem Plan heute. Kein Geld für mich. Das ist ärgerlich. Oh, noch ein Bonus-Ufer. Hol dir das. Nein. Arg. So, dich noch. Danke. Challenge Stage. Wieder die Leucht-UFOs. Wahrscheinlich wieder die Leucht-UFOs. Yep, und diesmal sind die ein wenig schneller. Das ist aber immer noch kein Problem, wollte ich gerade sagen. Nicht da. Oh, gleich zwei mit einem Schuss. Jetzt legt er los hier. Und klickt immer wieder aus seinem Fenster. Das macht die Sache gerade nicht sehr schön. Diese Pausen kommen, wie gesagt, vom aus dem Fenster klicken. Piau. No prizes. Ja, da war ich definitiv zu schlecht. Ich nehme nochmal den Schuss extra. Heißt, ich kann jetzt drei Schüsse abgeben. Wow. Multi. Da hat mich wieder irgendwas erwischt. Ist jetzt auch nicht so. Oh. Danger und ich bin tot. Ach, Mist. Und jetzt? Kann ich da meinen Namen eingeben? Das wegklicken. So. Eine Option ist nichts mehr. Und das war es soweit an dem Spiel. Achso, okay. Das heißt, das Ganze ist quasi das Spiel gewesen. Theoretisch kommt wahrscheinlich noch mehr, wie es typisch ist, wenn ich weiterkomme und mich besser anstelle. Aber ich würde sagen, da ich da absolut nichts auf die Reihe gekriegt habe, gehe ich das Ganze jetzt nochmal einen Moment ein bisschen anders an. Und guck einfach nochmal, ob sich was dreht, wenn ich vielleicht anders spiele. Keine Ahnung. So, dich da oben. Komm her. Komm her. Ne, das ist definitiv ein nettes Spiel für zwischendurch. Aber ich würde sagen, wir lassen es dann hier stehen. Wenn ich irgendwie rauskomme, kann ich auf Escape vielleicht. Saving Game. Ah, okay. Also, ich würde sagen, das war's dann mit Titan Attacks. Wie gesagt, ein nettes Spiel für zwischendurch, für ein, zwei Ründchen mal, so, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat. Das war's dann aber auch. Es hat ganz nette Musik. Ich weiß es nicht. Es hat mich jetzt nicht unbedingt so überzeugt. Aber ich denke, dem einen oder anderen wird es schon gefallen. Wenn ihr was zu dem Spiel sagen wollt, wie immer auf gamingclerks.de oder direkt unter dem Video, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.